Also hier seht ihr das Sopa Sander 800, großes Boot, 80 cm lang, wird gefahren mit 2x2S, aber mit 5000 mAh, also gesamt 10.000 mAh, was natürlich schon eine Menge Reserve ist. Jetzt schließe ich es mal an. Müsste es gleich losgehen. Jetzt gibt es Signal zum Start. Verschlossen wird es eigentlich nur hier hinten. So, jetzt gebe ich es langsam ins Wasser rein. Also es ist wirklich ein großes Boot. 80 cm, 4S mit Brushless Antrieb. Hier sind wir am schönen Baggersee. Jetzt gebe ich es mal rein. Start einfach mal ganz langsam auf die Funktion und dann lassen wir mal das Boot fahren. Mit Musik. Ja, die Jugendlichen feiern ihre Party. Kommen wir mal ein bisschen näher ran. Die soll wirklich langsam vorbei werden. Nehmen wir mal ein bisschen mehr Fahrt auf. Fahre ich mal ein bisschen im Kreis für euch. Sieht sehr schön auf das Boot. Spritzt auch, zieht eine ordentliche Wasserfontäne hinter sich her. Und jetzt wird es Zeit, ein bisschen Gas zu geben. Unglaublich schnell. Also unglaubliche Beschleunigung, zieht locker auf 65 bis 70 km/h. Einmal nur vorbei. Nochmal für euch schön vorbei, jetzt Vollspeed. Jetzt fahre ich es mal her zum Anschauen. Hol es mal raus, dann schauen wir mal, ob es dicht ist. Also bis jetzt war es immer super dicht, nur beste Erfahrung gemacht. Und wie ihr seht, es ist kein Wasser drin. Also das Boot ist absolut zu empfehlen. Sopa Sander 800.